Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Es ist Ende des Monats. Ich weiß, ich bin wieder ein bisschen zu spät, aber ich war das Wochenende auf der Stempelmesse. Ich hatte es auf Instagram gezeichnet und da hatte ich keine Zeit. Deswegen kommt es jetzt ein bisschen später. Es ist Sketch-Video, das heißt, das war der Sketch vom letzten Monat, der vorgeschlagen wurde und das ist das Projekt, was daraus geworden ist. Die Vorgabe war, es sollte ein Osterprojekt werden und man sollte ein bisschen aus seiner Komfortzone gehen. Das machen wir heute zusammen im Video. Das hier ist die erste Karte, die ich dazu gebastelt hatte. Die ist ursprünglich entstanden, ich habe noch nichts festgeklebt, weil ich mir noch sehr unsicher bin mit den Kombinationen. Die ist ursprünglich entstanden auf Calypso, weil ich dieses Papier hier, das aus der Wüstenreihe in Calypso auf Calypso total cool fand. Es war aber ein bisschen eintönig. Ich habe mit der Sandra telefoniert am und ich habe ihr ein Bild geschickt und sie meinte, probier doch mal eine Neutralfarbe, also auf Sahara-Sand ist. Das sieht schon ganz cool aus. Ich finde die super schön, allerdings ist sie halt mit wenig von diesen pastelligen Frühlingsfarben gemacht und ich vermute mal, dass ihr gerne eher für was Österliches, was Pastelligeres habt, haben wollt. Deswegen habe ich auch mal ausprobiert, in Grün und in Pastellgelb zu arbeiten. Das hier ist dann schon mehr Ostern. Das Grün kommt in der Kamera auf Bildschirmen sehr, sehr krass raus, aber das ist Farngrün. Das ist eigentlich nur ein Pastellgrün. In meinem Bildschirm sieht es jedenfalls sehr heftig aus. Man könnte auch, wenn man wollte, hier nochmal weiß drunter machen, wenn einem das Grün sonst zu sehr reinknallt. Das ist jetzt meine erste Kartenauflage. Man könnte aber natürlich auch eine zweite nehmen. Hier. Also so sähe es aus, mit noch weiß gemattet. Man kann natürlich den Hintergrund auch noch prägen oder auch ein bisschen grün spongen oder was auch immer, irgendwas hinten in grün drauf machen, wenn man das denn möchte. Also das ist so die Gelb-Grün-Variante. Und dann dachte ich, ich mache nochmal was ganz anderes und habe in Orchideenlila gemacht, was ich auch saustark finde, aber halt auch wieder keine so eine typische Pastellfarbenkombination ist. Ja, ihr könnt euch mal reinschreiben, was ihr cool findet oder was ihr gemacht hättet. Meine Komfortzone sind einfach nicht Pastellfarben. Deswegen basteln wir jetzt in Pastellfarben und zwar in dem Thema, in dem ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Und das sind diese drei Farben. Die sind nämlich hier in dem Papier drin. Das ist Designerpapier aus jede Menge Muster gewesen. Ich habe einfach bei jeder dieser Karten ein spezielles Designerpapier genommen, das ihr im Hintergrund verwendet. Wie gesagt, beim einen war das Spezialpapier, aber ihr könnt auch ein Designerpapier nehmen. Das hier ist dieses ganz normale einfarbige Papier, was wir in jeder Farbe haben, immer in den Farbfamilien. Und ich habe hier gegriffen aus der letzten Celebration, da gab es ja dieses ganz große Musterpack hier, jede Menge Muster. Da habe ich mir dieses rausgesucht, weil da einfach ganz viele verschiedene Pastellfarben drauf sind. Und vielleicht wird diese hier etwas frühlingshafter. Mal gucken, wie sie wird. Und drei der Farben, die da drin sind, sind Blütenrosa, Heideblüte und Mangogelb. Deswegen habe ich die mal direkt rausgemacht. Damit werden wir nämlich weiter kolorieren. Ich lege das mal hier oben hin. Und zwar habe ich das Gestrüpp ist aus dem Set Filigran Floral. Ich dachte nämlich, Ostern, wahrscheinlich schicken die meisten was ein mit einem Osterhasen, aber ich wollte, dass nicht überall der Osterhase drauf ist, deswegen dachte ich, ich bastle einfach mal ein Gestrüpp. Und zwar werde ich stempeln in Farngrün. Das ist einfach mein Lieblingspastellgrün. Den benutze ich tatsächlich relativ viel für alle möglichen Varianten an Gestrüpp. Und ich habe hier das größte Bouquet aus dem Set genommen und stempel das einmal in Farngrün. Man könnte es auch abstempeln, aber ich glaube, das gefällt mir so ganz gut. Ich könnte auch einmal zeigen, wie es abgestempelt aussieht. Wir können es hier auf die Rückseite machen und dann direkt entscheiden, was besser gefällt. Habe ich hier ein Schmierblatt. Hier ist ein Schmierblatt. Also wir können es auch noch einmal abstempeln. Hier auf der Rückseite. So sähe es in etwas pastelliger aus. Vielleicht benutzen wir auch diese Variante einfach nur, weil mit den anderen Pastellfarben das vielleicht ein bisschen ist. Das kommt auch immer darauf an, wie voll euer Stempelkissen ist und so weiter. Ja, nehmen wir die Seite. Okay, ausgemalt habe ich oder werde ich jetzt mit dem Blender Pen Mischstift, ich weiß immer nicht, wie sie auf Deutsch offiziell heißen, der ist einfach klar und damit können wir die Stempelkissenfarbe aus den Stempelkissen aufnehmen. Ich fange mal hier an mit dem Heideblüte. Ich drücke die in der Mitte zusammen, einmal kräftig drücken, dann kann man nichts kaputt machen, keine Angst. Dann kriegt man so einen Klecks im Deckel und den kann man nämlich aufnehmen. Hier. Und dann, wir können am Rand einmal testen, dann kann man damit malen. Das gibt ein bisschen einen streifigen Look, also da kann man nicht flächig schön Farbverläufe machen, also so jetzt vielleicht schon, aber sobald ich da nochmal drüber gehe, kann man das nicht mehr gescheit verblenden. Aber um was Kleines zu kolorieren, wie hier die Blumen, die hier alle dabei sind, ist das vollkommen ausreichend. Und dann braucht man nämlich keine ganze Sammlung an verschiedenen Markern und Kram, sondern man kann einfach seine Stempelkissen nehmen und von da die Farbe ein bisschen reinziehen.
Und jetzt gehe ich einfach mit dem Lila über verschiedene der Blumen drüber. Das löst das Grün ein kleines bisschen an, das finde ich aber nicht wild. So. Vielleicht wechsle ich mal direkt in eine andere Farbe noch, dass wir nicht zu viel vom gleichen haben. Nehmen wir hier einfach mal das Mango-Gelb, das kracht ein bisschen rein. Da dürfen wir es auch nicht übertreiben. Ja, das ist sehr potent. Ja, also das Grün ist eigentlich nur gefährlich bei dem Lila. Bei dem Gelb geht das voll klar, weil das schattiert dann eher die Blume noch so ein bisschen nach. Und dann sieht es ein bisschen lebendiger aus. Also es ist vollkommen okay. So, was machen wir noch gelb? Wenn wir die rosa machen, dann können wir die hier in gelb machen. Und die hier unten wird auch gelb. Und hier können wir auch ein bisschen, das ist zwar jetzt die gleiche Art Blume, aber in der Mitte sieht man es wahrscheinlich sowieso nicht, weil da am Ende sowieso der Banner drüber ist. So, hier Blütenrosa. Dann gehen wir ein bisschen hier rein. Und ein bisschen hier rein. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen wenig in den Blütenrosa, ne? Das habe ich nicht aufgepasst, ja. Aber wir können die nochmal überschattieren, dann kriegen die ein bisschen Tiefe. Dann ist das halt in Gelb und in Rosa schattiert. Macht nichts. Wunderbar. Dann mischt man alles hier sogar noch ein bisschen ineinander. Okay, und ich glaube, zu aller guter Letzt nehme ich noch das Grün nochmal her und gehe in die Blätter ein bisschen rein mit Farngrün in Farngrün. Wunderbar. Da sollte man auch vorher ein bisschen was abstreifen, dass nicht so doll wird. Da könnte man vielleicht sogar auch nur mit dem Blenderpen drüber gehen. Das löst dann so ein kleines bisschen die grüne Stempelkissenfarbe an. Aber so ein Touchgrün schadet nicht, wenn wir den noch extra dazu schmieren. So, das hier ist jetzt die Anfängervariante, eben in gestempelt und einfach angemalt. Die anderen habe ich alle embossed. Wollte ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Muss ich gleich mal machen, bevor ich das vergesse. Apropos vergessen, ich habe die Statistik vergessen zu sagen. Also es ist ein Kunstlevel von 2, weil wir kolorieren hier. Es ist ein Techniklevel von 1 und es ist auch ein Budgetlevel von 1. Weil jeder hat irgendein Gestrüppset zu Hause, das kriegen wir schon hin. So, okay, jetzt ist das soweit ganz gut. Sieht recht frisch und frühlingshaft aus. Und ich zeige mal, was ich noch bei den anderen Projekten so koloriert habe. Dieses und dieses, die sind identisch gemacht. Und zwar habe ich da auf Farbkarton weiß embossed. Und dann habe ich den Mischstift genommen und Ton in Ton die Blümchen jeweils dunkler gemalt. Also hier mit dem Calypso drüber und auch in die Blätter. Also ich habe es einfach monochrom dunkler schattiert. Sieht total cool aus. Genau mit dem Orchideenlila ist das gleiche gemacht. Und ich habe auch hier absichtlich den Blenderpen genommen und nicht die Alkoholmarker. Denn auf das Embossing, das ist ja so ein geschmolzenes Plastik, das Wasser kann man einfach wieder abwischen. Das heißt, wenn ihr das koloriert habt, nehmt ihr danach ein trockenes Taschentuch, wischt einmal drüber und dann ist das Weiße wieder komplett schneeweiß. Wenn man mit dem Alkoholmarker drüber malt, der Alkoholmarker ist natürlich permanent und der malt auch auf Plastik. Deswegen malt man das Embosste über. Das wollte ich hier drüben absichtlich. Also hier habe ich auf Farngrün gestempelt und damit die Blümchen schön gelb werden, habe ich tatsächlich mit dem gelben Alkoholmarker ausgemalt. Dann wird nämlich die Blume selbst ein bisschen gelb, aber insbesondere eben die weiße Kontur färbt sich dann gelb um und dann kommt nämlich es wirklich raus, als wäre es auf Bunt auf Bunt, das geht ja sonst sehr schwer. Und bei den Blättern habe ich mit dem farngrünen Marker, also hier habe ich die Alkoholmarker benutzt, damit es mir die Kontur hier einfärbt. Und hier habe ich extra nicht die Alkoholmarker benutzt, damit die Kontur schön schneeweiß bleibt. Und hier habe ich es mit den wasserbasierten Markern gemacht, die nur dann den Zwischenraum ausmalen, den man also wieder runterwischen kann von dem Embossen, von dem Plastik. So, dann haben wir das, dann stanzen wir das einmal aus. Das geht schnell, das muss ich nicht rausschneiden. Dann ist auch mal die Stanzmaschine im Bild. So, ich habe meine Stanzform ja immer hier oben drin. In der Stanzform habt ihr auch noch genug anderes Deko-Gedöns, was man dazu machen könnte. Aber ich wollte, ursprünglich war ja mal der Plan, die Sketch-Projekte absichtlich etwas einfacher zu halten.
weil das ist auch etwas, was nicht so wirklich in meiner Komfortzone ist, mal aufzuhören und mal ein einfaches Projekt zu machen und nicht immer noch und hier, das kann sich bewegen und das kann sich öffnen. Die sind natürlich cool, aber sind wir mal ehrlich, wir basteln auch nicht für jeden Menschen so eine Geburtstagskarte, sondern das sind dann eher die besonderen Anlässe und die sind natürlich stark und die sind klasse, aber es darf zwischendurch auch einfach mal ein bisschen was Einfacheres sein. Und wenn man jetzt für die Familie irgendwelche Osterkarten macht, dann will man auch nicht pro Karte eine halbe Stunde dran sitzen. Wenn es mal reicht mit einer halben Stunde bei den interaktiven, coolen Sachen. Sondern man will manchmal auch einfach ein paar haben. So, ich habe die Basis hier mal zurechtgeschnitten in Blütenrosa, aber ich bin auch gespannt. Ich glaube nicht, dass ich es direkt festklebe, sondern eher nochmal die Einzelteile lasse. Und wir gucken, ob mir die Farbkombi so gefällt. So, also das ist das Papier. Das sieht schon mal gut zusammen aus. Naja, offensichtlich, die Farbe ist da ja auch drin. Und zum Matten habe ich mich entschieden für die Pergament Basics, heißt es, glaube ich. Ah, ich habe den Zettel verloren. Ich weiß nicht, wie es ist. Es ist ja eingeblendet. Hier in diesem Pack kommen 6 Pergamentbögen, jeweils 2 in 3 Designs. Wir haben Pünktchen, wir haben Streifen und wir haben dieses etwas floralere Muster. Ich hätte die gerne ein bisschen durchmischt, aber habe es dann doch gelassen, damit wir die Farben besser untereinander vergleichen können und das nicht am Ende eine ganz andere Wirkung hat, nur weil es ein anderes Pergament ist. Deswegen habe ich überall jetzt dieses Florale hier genommen. Wenn das hier so floral ist, würde ich übrigens empfehlen, das Papier nicht floral zu halten. Deswegen habe ich absichtlich, wir haben ja in diesen Packs hier auch immer, ist es hier, nee, da sind Streifen. Wir haben auch in diesen Designs eins, was so blumig ist. Das würde gut zu dem Blumenmotiv passen, aber nicht noch zusätzlich mit dem organischen Pergamentpapier. Sondern wenn ihr ein blumiges oder ein organisches oder also mit Schnörkeln oder Gestrüpp oder was auch immer Designerpapier habt, würde ich eher ein ruhigeres Pergamentpapier nehmen. Ich finde die cool, wenn die bedruckt sind. Das gibt nochmal so ein bisschen Pep, aber man könnte auch das rein weiß einfach nehmen. Also wenn ihr ein organisches Papier habt, würde ich auf jeden Fall ein geometrisches Designerpapier, Pergamentpapier nehmen. Und ich benutze hier das organische Pergamentpapier und deswegen eher ein klassisches geometrisches Designerpapier, was eben nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die dunkleren Papiere funktionieren dann tendenziell besser, weil hier sieht man jetzt das Blumenmuster nicht so doll, aber hier kommt es raus, deswegen ist es völlig okay. So, und ich klebe es tatsächlich, wie angekündigt, nicht schon komplett fest, deswegen ich tue mir meine beiden Lagen hier hinlegen. Ich sollte nochmal sagen, wie groß sie sind. Also das Designerpapier ist ausgeschnitten auf 12 cm mal 7 cm. Das kommt mir jetzt zu groß vor. Ne, es ist tatsächlich 12 mal 7. Und dieses hier ist 10,5 mal 6. Ach genau, dann waren das die 6 cm. Ne? Ihr bekommt, wenn ihr ein kleines Papier benutzt, auch 2 von denen raus. Habe ich extra gemacht, dass das nicht zu groß wird. So, also das lege ich jetzt hier unten irgendwie so in die Ecke und das hier irgendwie so. Und das Blümchen kommt dann nachher da oben drüber. So, und dann kommt noch so ein Streifen quer rüber. Der ist natürlich auch geschnitten auf 10,5 in der Länge und in der Breite sind es 2,5 cm. Gemattet wird das mit einem Streifen 2 cm Pergamentpapier. Der muss einfach nur ein bisschen größer sein, also ein bisschen länger sein, als die 10,5 cm lang sind. Dann mache ich den hinten fest mit Abreißklebeband. Das wisst ihr auch, das Problem an Pergamentpapier, oder nicht ein Problem, aber was, wo man aufpassen muss, ist, nachdem es durchsichtig ist, sieht man den Kleber durch. Das heißt, man muss den Kleber immer irgendwie schlau machen oder verstecken oder was auch immer. Und hier habe ich bei diesem Streifen, bei dem Längsstreifen, eben geguckt, dass ich den links und rechts einfach umfalte. Dann sieht man da nämlich keinen Kleber. Jetzt schön straff ziehen, dass es eben nicht absteht, weil wir können ja da vorne keinen Kleber drauf machen. Den würde man sehen. Also allerhöchstens unter das Etikett dann. Aber da hört es dann auch auf. So, wunderbar. Links und rechts umgeklebt. Geknickt. Und dann klebt das nämlich sehr gut. Und dieses Pergamentpapier werde ich einfach direkt unter dem Streifen festkleben. Das heißt, ich lege meinen Streifen irgendwo hin, wo ich ihn haben will. Da so in etwa. Dann nehme ich mir irgendwas anderes. Einfach nur, um das da hinzulegen. So. Und jetzt weiß ich, hier kann ich Kleber hinmachen. Und dann nehme ich immer einen trockenen Kleber. Also Kleberoller oder Klebeband. Weil Pergamentpapier nicht so mega super saugfähig ist. Also es klebt auch mit Flüssigkleber, aber warum sollte ich mir da jetzt Umstände bereiten, wenn das hier sofort klebt und auch wunderbar klebt. So, das jetzt irgendwie gerade ausrichten, so gut wie es halt geht. Dann hier festkleben und das ist dann nachher eben ganz sicher versteckt. So, wenn wir schon hier waren, ich lege das nochmal hin. Dann kleben wir das jetzt mit der Menschnilz fest.
Wenn ich meine Dimension es finde, die sind hier. Und zwar nehmen wir einfach mal drei Stück. 1, 2, 3. Kleben hier einen hin, kleben da einen hin, kleben einen in die Mitte. Wunderbar. Dann können wir die abziehen. Das Blümchen kommt hier hin und kriegt auch da oben nochmal ein Dimensional drunter gesetzt. Hier hinter den großen Teil, damit das schön absteht. Und dann kommt unser Banner einfach hier oben rüber. Hätte sogar noch ein Stück runter gekonnt, ne? Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt kleben die Dimensionals da schon. Könnte man auch nochmal abziehen, aber ich mache mir, wie gesagt, keinen Stress. Wunderbar. So. Und jetzt kann da noch unser Spruch drauf, aber mit dem Spruch möchte ich, glaube ich, noch warten, bis ich mich final entschieden habe. Und bei Sachen, die mir schwerfallen, kann ich nur den Tipp geben, lass einen Tag lang liegen. Lass jemand anderen drauf gucken, holt euch von jemand anderem beraten. Also mir gefällt das Projekt im Moment nur so semi-gut, aber ich weiß, dass es bestimmt eine Person gibt, die jetzt total drauf abfährt wegen den Pastellfarben. Wir können das mal auf grün legen. Dann passt es vielleicht ein bisschen besser, weil das Gestrüpp ja selber grün ist. Dann nehmen wir nämlich das Gestrüpp wieder auf. Das gefällt mir jetzt schon viel besser und sieht viel frühlingshafter aus. Also in echt sieht es toll aus im Kameradisplay. Dieses Grün hier sieht aus wie Apfelgrün, also es ist ein bisschen arg dolle. Ja, ich muss mal ein bisschen rumspielen und dann mache ich jetzt auf jeden Fall noch ein Etikett drauf. Bin ich mir selber noch nicht ganz so sicher, in welcher Farbe ich mache. Auch das werde ich mal probieren. Wir können mal eins basteln. Wollen wir eins in grün machen oder wollen wir eins in rosa machen? Ich glaube, damit nicht zu viel Farbvariation da reinkommt, machen wir jetzt einfach eins in rosa. Und zwar nehme ich mir hier ein Reststück. Ich habe die Stanze Apartes Etikett. Da muss man sich merken, die geht so rum rein. Also weil wir den Spruch auch, ne, quer machen. Ist klar. Also hier hochkant. Der wird embossed in weiß. Das heißt, ich nehme halt hier meinen Embossing Buddy. Gehe hier ein bisschen drüber. Die Versamarkt-Tinte und Stempelfrohe Ostern. Erinnert mich bitte dran. Ich zeige euch gleich noch das Stempelset, wo der raus ist. Und stempel den eben hoch, dass ich den schön ausstanzen kann. Gehe mit meinem weißen Embossingpulver drüber. Man hätte natürlich auch zum Beispiel in dem Rosa stempeln können, auf weiß oder grün auf weiß. Wie gesagt, bei so Pastellfarben habe ich kein Gefühl, kann ich nicht so wirklich gut mitspielen. Das muss ich nachher einfach mal machen, verschiedene Varianten machen, nichts festkleben, sondern so lassen, wie es ist und dann immer drauflegen und gucken und nochmal drauflegen und gucken, solange bis es mir gefällt. Das ist geföhnt. Jetzt noch kurz trocknen lassen, weil wenn es ganz frisch heiß ist, dann kann man es noch verschmieren. Aber sobald man 5 Sekunden gewartet hat oder so, ist es trocken genug. Weil sonst verschmiert sich das eventuell, wenn man das an der Stanze so hängen hat. Dann stecke ich das mal rein. Guck, dass das so gerade ist, wie nur irgendwie geht. Wunderbar. Und ausstanzen. Mein apartes Etikett ist ein bisschen schwergängig, weil ich damit hier oben viel gestanzt habe, um so Eingriffslöcher zu machen. Das kann man durch Alufolie kann man es durchstanzen. Dann schärft sich das wieder so ein kleines bisschen. So, und jetzt haben wir hier eben ein nettes kleines Froh-Ostern-Etikett. Achso, Stempelset wollte ich euch zeigen. Das ist aus feierlicher Anlässe. Da sind viele so kirchliche Sachen drin. Wobei auch nicht nur, aber zum Beispiel hier haben wir Kommunion und Konfirmation und Firmung. Also sowas, die sind relativ selten bei uns im Sortiment. Da haben wir viele drin. Aber Vatertag ist auch drin, Muttertag ist drin, Geburt ist drin, Taufe ist drin, Danke ist drin. Also eigentlich im Prinzip alles. Abschluss ist drin, Ruhestand, Silberhochzeit. Also vor allem viele auch von den Sachen, die eher selten drin sind. Finde ich ein cooles Set. Gefällt mir sehr gut. Feierliche Anlässe. Und da haben wir auch ein sehr schönes Frohe Ostern. Aber zum Beispiel in dem Häschen-Set habt ihr auch einen Frohe Ostern-Stempel. Und ja, Ostern findet ihr bei euch schon im Sortiment. So, und jetzt haben wir das. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, jetzt muss ich das nur noch mal einen Tag liegen lassen und auf mich wirken lassen, ob ich das so gut finde. Oder ob ich es auf eine andere Basis klebe. Man könnte es zum Beispiel auch auf weiß kleben. Da würde ich dann aber in den Hintergrund vielleicht noch ein bisschen von dem Grün reinbringen. Aber so sieht es zum Beispiel auch recht nett aus. Nochmal ganz dezent. Ja, vielleicht kann man hier im Hintergrund ein bisschen rumschmieren. Mit dem Grün und mit dem Gelb vielleicht noch hinten dabei. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch alles überlegen? Muss ich liegen lassen, auf mich wirken lassen? Ihr könnt ja gerne mal Tipps in den Kommentaren lassen. Aber jetzt habt ihr auch mal live überlebt. Ich kann auch nicht immer alles basteln. Also ich habe auch Grenzen von meiner Komfortzone. Und wenn ich da raustrete, dann muss ich das halt mal einen Tag liegen lassen, bis ich mir sicher bin, ob mir das gefällt oder nicht. Genau. Dann
schalten wir jetzt nochmal rüber in den Computer, gucken uns an, was da alles digital eingegangen ist, weil ihr habt natürlich auch wieder Sketche eingeschickt. Dann gucken wir nochmal zurück hier auf den Tisch, was per Post bei mir eingegangen ist. Und zu guter Letzt wird natürlich auch noch der Sketch für den nächsten Monat offenbart. Und ja, genau, dann gehen wir mal rüber. Gut, kleine Zeitreise. Es ist mittlerweile eine Woche später. Das Video hat es leider nicht geschafft, es tut mir leid. Ich hatte es ursprünglich ein bisschen früher geplant. Ich hatte am Wochenende eben keine Zeit wegen der Messe, habe ich vorhin schon erzählt. Und dann kam im Verlauf der Woche jeden Tag noch eine Mail mit weiteren Inspirationsmöglichkeiten. Und die hätten es gar nicht ins Video geschafft, hätte ich dann immer jeweils direkt im Anschluss das Video gemacht. Und dann war es irgendwann so spät in der Woche, dass ich gesagt habe, ach komm, jetzt kommt es einfach jetzt. Also tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Jetzt kommt das Video. Ich sage euch in Zukunft die Daten, wann das Projekt fertig sein muss. Also Abgabe, das Video kommt immer am letzten Sonntag des Monats, jedenfalls normalerweise ist es da geplant, im Monat. Und an dem Sonntag, genau, an dem Sonntag im Monat, dem letzten. Und am Freitag, allerspätestens Samstag Vormittag oder Samstag früh, muss euer Projekt da sein, damit es schafft, weil ich normalerweise samstags das Video dazu machen. Ich sage es aber hier am Ende nochmal dazu. Okay, ich habe am Anfang ein paar Bilder gemacht. Ich habe nämlich jetzt im Retrospekt auch nochmal über meine Karten drüber geguckt und die Pastellvarianten gefallen mir doch ganz gut. Ich habe euch als allererstes mal die Karte in Farngrün abgelichtet, weil im Video, ich habe es gerade nachbearbeitet, es kommt nicht gescheit raus, wie das Farngrün eigentlich aussieht. Das ist viel dezenter, in meiner Videokamera sieht es total krachig aus. Wenn es jetzt öfter passiert, muss ich mal nach einer Farbkorrektur gucken. Ja, aber so sieht das Farngrün eigentlich aus, also deutlich dezenter. Und das ist die Karte, wie sie, die wir gerade eben gebastelt haben, die sieht hier auch ganz anders aus, weil das Grün nicht so sehr rausknallt, sondern relativ dezent ist. Ich habe nur einfach nochmal die Blümchen ein weiteres Mal überkoloriert, dass die ein bisschen besser rauskommen. Also nochmal Gelb, Blütenrosa und das Lila oben drüber, nachdem es gut getrocknet war. Mehr habe ich da nicht gemacht. Also das ist die Karte, die im Video ist und die sieht hier ganz anders aus als jetzt gerade eben im Schnitt. Und ich habe eine letzte Veränderung gemacht und zwar habe ich zwei goldene Schmetterlinge draufgeklebt als kleiner Blickfang, damit bei diesen ganzen Pastellfarben ist ja doch alles recht ruhig und gediegen, dass da noch, wie gesagt, ein kleiner Blickfang ist. Ja, also das ist die Karte, wie sie im Video jetzt fertig ist. Und so gefällt die mir auch ziemlich gut tatsächlich. Okay, dann gucken wir jetzt mal die ganzen Projekte an, die per Mail eingegangen sind, an der-template.gmx.de. Wie gesagt, ihr habt ganz viele geschickt. Es freut mich total, dass so viele mitgemacht haben. Es ist cool, dass diese Reihe so am Laufen hält. Okay, ich habe mir tatsächlich übrigens immer rausgeschrieben, was die Leute, wenn die geschrieben haben, was ihre Komfortzone oder was außerhalb ihrer Komfortzone liegt, was sie da verbastelt haben. Okay, wir fangen an mit der Rihanna. Die Rihanna ist meistens eben immer die Erste, deswegen kommt die immer als allererstes. Genau, hier mit Strukturpaste im Hintergrund. Dann habe ich von der Anita ein Projekt bekommen. Anita hat geschrieben, ihre Komfortzone oder was nicht in ihrer Komfortzone liegt, sind helle Farben. Das macht sie fast nie. Und diese Karte hier, die geht auf zwei verschiedene Weisen auch. Also man kann die Banderole abziehen und dann einmal oben aufklappen, einmal unten aufklappen. Und überall sind Ostereier drin. Ist total cool. Okay, dann habe ich von der Conny ein Projekt hier mit dem Nilpferd und auch nochmal eine Diagonalaufnahme. Die fand ich toll, weil man so schön die Metallicfolie spiegeln sieht. Dann haben wir von der Barbara ein Projekt. Einmal maritim mit Muscheln. Hier sind die beiden Sketche total, also die beiden Rechtecke total schön umgesetzt. Diese Szenerie mit dem Strand, es kommt super gut raus, finde ich ganz, ganz klasse. Und hier die Muschel, die kann natürlich auch aufgehen und da ist eine Perle reingeklebt. Und Barbara hat gesagt, sie musste für das zweite Projekt hier dieses ganz quietschebunte Papier aus dem Mini-Katalog sehen. Also ich sehe, weshalb das außerhalb einer Komfortzone liegt. Genau, auch hier nochmal Detailaufnahme von der Libelle. Sehr cool. Dann habe ich von der Birgit ein Projekt bekommen, ganz klassisch nach dem Sketch gearbeitet und super schön einfach auf weiß gebastelt. Das Band ist als Gras interpretiert, Schäfchen drauf, zweimal grün. Wunderbar, total klasse. Frühlingshaft Pastellfarben, super, super schön. Und sie hat geschrieben, dass sie Blending-Pinsel nicht so gern oder jedenfalls nur sehr selten benutzt. Das hat sie da oben in die Sonne gemacht. Sieht total gut aus. Birgit, du hast auch noch eine Frage gestellt. Und zwar hat die Birgit gefragt, sie hat sie mir per Mail geschickt, weil ich ja gesagt habe, dass ich es per Mail lieber habe, sonst hätte sie es mir per Post geschickt. Also per Post ist natürlich immer am allerbesten, weil unter der Kamera sieht man normalerweise die Projekte am coolsten, wenn jetzt nicht meine Farbabgleich irgendwie in die Hose gegangen ist. Also per Post ist immer super cool, nur Mail ist mir lieber als WhatsApp. Also wenn ihr es per Mail hinkriegt, dann gerne per Mail. Das ist nämlich nur ein Klick für mich als Download und aus WhatsApp muss ich sie erst rausziehen. Deswegen, wenn ihr zwischen Mail und WhatsApp entscheidet, dann, wenn ihr es könnt, lieber die Mail. Aber ihr dürft sie mir sehr gerne per Post schicken. In Präsenz hier zu zeigen, ist immer was ganz anderes.
Gut, dann habe ich von der Astrid ein Projekt bekommen. Sie hat die Rechtecke so als Rahmen gemacht und einen auch ein bisschen schief gemacht. Cool. Astrid hat auch geschrieben, die Karte ist ungewohnt farbenfroh für sie. Dann habe ich ein Projekt von Judy mit den Möhrchen, total cool. Dann habe ich von Mutzekiebchen. Ich schreibe als Namen hier immer rein, mit was ihr unterschreibt. Also wenn ihr mit eurem Namen unterschreibt, kommt euer Name da unten rein. Ich nehme immer nur den Vornamen. Wenn ihr mit was anderem unterschreibt, kommt das andere da unten rein. Ihr dürft mir auch sagen, wie das in dem Video heißen soll. Aber unterschrieben wurde mit Mutzekiebchen. Und sie hat eine Trauerkarte gemacht. Das ist außerhalb ihrer Komfortzone auch sehr, sehr cool. Mit dem Motorrad gebastelt. Und hier ist nochmal die Innenseite. Super stark, gefällt mir richtig gut. Da ist auch eine witzige Story dahinter. Sie hat geschrieben, dass sie halt eigentlich ungern Trauer bastelt oder nur ganz selten. Und dann ist ihr auch aufgefallen, dass LSU sehr, sehr wenig Trauer hat. Aber hat auch gleichzeitig gesagt, dass sie auch noch nie da wirklich danach geguckt hat. Und das ist tatsächlich schon die Lösung von dem Problem. SU hat immer wieder Trauersets. Es ist auch immer mindestens ein aktuelles. Man muss sie nur tatsächlich, also man muss sich ab und zu mal eins besorgen, wenn einem eins gefällt. Weil wenn man dann einen Trauerfall hat, dann sollte man nicht in den Katalog gucken, weil dann gibt es eben nur eins zur Auswahl. Aber wenn man 2, 3 Jahre lang geguckt hat, dann kann man eben schauen, dass man eins sich besorgt, was einem gefällt. Also ja, SU hat nicht so super viel Trauer, aber Trauer ist immer wieder auch drin. Man muss da aber aktiv danach gucken und eventuell auch irgendwann mal ein Trauerset kaufen, wenn eben gerade kein Trauerfall ist, weil irgendwann wird einer kommen. Gut, dann habe ich von der Bettina 2 Karten bekommen, auch ganz klassisch mit dem Osterhasen drin, super, super schön. Und sie sagt, hier ist es arg pastellig, das ist nicht ganz so ihre Komfortzone. Und bei der zweiten ist sie dann in den Komfortfarben gelandet. Super schön, gleiches Layout, nur ein unterschiedliches Papier. Ich finde es krass, wie unterschiedlich die beiden Karten wirken können. Der Hase ist auch identisch ausgemalt. Ja, super, super schöne Osterkarte. Dann habe ich von der Petra mehrere Projekte bekommen. Sie sagt, sie bastelt nicht so viel in klaren Farben, die nicht so verblendet sind oder sowas, so wie hier auf der Karte. Und zwar haben wir hier unten so ein Schüttelfenster drin. Und das Besondere an dem Schüttelfenster ist, es ist mit Acetat hinterlegt und da ist auch mit StaySon drauf gestempelt, sodass man quasi durchgucken kann. Und da hat man hier, man sieht links, ist ein Fenster. Also man kann es aufklappen und man kann vorher schon durch die Karte durchgucken. Total cool. Dann geht es weiter hier. Auch da kann man durchgucken, diese Punktestreifen im Hintergrund, die sind durchgestanzt, also das kann man aufmachen. Oh, dann hat sie noch ein Motorrad-Osterhasen gemacht. Auch eine sexy Diagonalaufnahme vom Detail, sehr, sehr, sehr cool. Und das ist noch die Innenseite, die fand ich auch schnuffig. Gut, wen haben wir als nächstes? Die Sabine, auch wieder in Maritim. Super, super schön. Ich glaube, Sabine gewinnt den Preis für das am besten angerichtete Projekt, also die beiden Rechtecke interpretieren und mit dem Motiv dann reingestanzt. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Übrigens, Sabine, du hast geschrieben, du bist nicht zufrieden mit dem Band, das du platziert hast. Ich finde das Band super. Ich hätte es wahrscheinlich ein kleines bisschen weiter runtergerutscht, so auf den goldenen Schnitt von dem Kreis, aber ansonsten finde ich das ganz klasse. Dann habe ich von der Petra ein Projekt. Das ist die Petra aus meinem Team, erkennbar an den Tierchen. Also hier einmal Tierchen. Und hier haben wir eine Karte, da kann man auch die Banderole abziehen und es aufmachen. Und auch da ist natürlich ein Tierchen drin. Als nächstes habe ich ein Projekt von der Hedwig. Einmal hier und einmal da. Zweimal Ostern. Dann haben wir ein Projekt von der Rihanna nochmal. Das ist höchstwahrscheinlich aus den Mehrzweck-Klebeblättern ausgeschnitten, die dann draufgeklebt und das mit den Goldflocken foliert und dann noch in anderen Farben. Sehr stilvoll, sehr geometrisch, klar rein und Metallic geht bei mir sowieso immer. Also super cooles Projekt. Auch das Innenseitendesign finde ich toll. Es könnte natürlich auch sein, dass es einfach Klebeband ist, das sie da draufgeklebt hat, aber ich vermute, es sind die Mehrzweck-Klebeblätter. Dann habe ich ein Projekt von der Verena, beziehungsweise sind sogar 3. Einmal hier, da sieht man auch, dass die Punkte so ein bisschen glasiert sind. Und dann noch dieses hier, es ist immer das gleiche Layout oder ein sehr ähnliches Layout, aber einfach mit anderem Papier. Und hier auch nochmal. Und das finde ich sehr süß hingelegt, weil der Hase auf dem Umschlag und der Hase auf der Karte, die sehen so ein bisschen aus, als geben die sich so ein Eskimo-Küsschen. Da habe ich von der Andrea einen Karten. Habe ich von der. Ach ja, genau. Verena hat geschrieben, ihre Komfortzone ist nicht grün. Deswegen ist überall auf der Karte grün mit drauf. Und die Andrea hat auch gesagt, dass ihre Komfortzone, was sie nicht viel bastelt, ist grün. Und sie prägt auch nicht viel, was sie beides auf der Karte gemacht hat. Finde ich super gelungen hier. Gut. Und das ist es auch. Ja.
die einwenden, sind irgendwann per WhatsApp, da ist die Nummer, ist doch in der Infobox, könnt ihr auch einsenden und da ist dieses Mal tatsächlich nichts angekommen. Das ist einerseits natürlich super, weil das heißt, die meisten haben es per WhatsApp, per Mail gemacht und das ist immer einfacher für mich, aber ihr dürft es gerne auch per WhatsApp einschicken. Guckt einfach, was ihr könnt, was ihr hinkriegt und ansonsten euer Projekt schon im Video an. Ich hoffe, ich habe keins übersehen, aber normalerweise speichere ich mir die immer ein und da hatte ich jetzt geguckt, da ist nichts abgespeichert gewesen. Trommelwirbel, der Sketch für den nächsten Monat sieht so aus und ist gestellt von der Sabine. Hier gibt es zwei Bonusaufgaben und zwar Nummer 1, es soll Multicolor sein, also irgendwas Mehrfarbiges soll da drauf. Es ist für euch völlig frei, was es ist. Und als zweites soll irgendwas Geprägtes drauf. Übrigens ist hier wieder so ein Sketch. Da ist die Schwierigkeit jetzt nicht die Bonusaufgabe. Der letzte Sketch, den konnte man einfach im Prinzip die Lagen aus irgendeinem Designerpapier ausschneiden und dann die Elemente alle anordnen, hat man eine Karte, bums, fertig. Wenn man die genau so nachbastelt, wie die hier ist, wird die wahrscheinlich nichts. Also die Lagen sind zum Interpretieren gedacht. Also das ist hier wieder ein Sketch, wo man ein bisschen über nachdenken muss, wie möchte ich das arrangieren. Also es geht nicht darum, diese drei Rechtecke darüber zu kleben, sondern mit den Rechtecken irgendwas zu machen. Es müssen auch keine Rechtecke sein, hat Sabine explizit gesagt. Also ihr könnt dann nehmen, was auch immer ihr wollt. Wenn ich drauf gucke, sehe ich in der Form übrigens fast schon mein Segelschiff. Also das große Segel in der Mitte, das kleine Segel oben und unten dann die Wellen oder was auch immer. Also ihr dürft es interpretieren, wie ihr möchtet. Es geht mehr darum, einen Querstreifen zu haben und dann zwei Elemente, die irgendwie übereinander sind. Was ihr da macht, ist vollkommen euch überlassen. Macht es nicht einfach so wie hier. Also, außer das ist eure Challenge für diesen Monat. Aber es geht darum, die Sachen zu interpretieren. Also zwei Sachen irgendwie übereinander setzen, was auch immer ihr da möchtet. Ich mache da normalerweise gerne nicht die Rechtecke, sondern dann irgendwelche Ovale hin oder so. Das sah aber ganz furchtbar aus. Deswegen sind sie jetzt hier auf dem Sketchbild Rechtecke geworden. Aber ihr dürft bitte gerne das interpretieren, so frei, wie ihr gerne möchtet. Ich bin unglaublich gespannt auf eure kreativen Ideen. Und das ist es auch für das heutige Video. Dann wünsche ich euch eine schöne nächste Woche und wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns spätestens in einem der nächsten Bastelvideos. Bis dann. You have been stempelt.